ebenso leere Lokal. Er wendet seinen Blick abrupt ab, als er in Richtung Ausgang blickt. Grelles Sonnenlicht bricht von dort durch die enge Eingangstür, die weit offen steht. Plötzlich kommt das kniehohe Vieh durch dieselbige Tür herein. Mit einem Fingerzeig winkt der zerzauste Mann den Barkeeper herbei. Der Hund schnüffelt in einer Ecke der schmutzigen, düsteren Bar. Ein Glas Rotwein steht nun vor dem Menschen. Das Tier nähert sich langsam seiner Position. Da sieht der Zweibeiner auch den Vierbeiner unter sich. Es legt sich auf den Boden in 2 Meter Entfernung die schwarze Bestie, deren Blick durch das Alter und die Härte der Straße schon sehr getrübt scheint. Robert Menasse und der Hund. Na du, komm mal her, ich hab da was für dich. Robert Menasse zieht ein kleines Stück Wurst aus einer ledernen Umhängetasche, die am Boden vor ihm liegt. Der Hund kommt herbei und setzt sich vor ihm hin. Ja, du bist ein Braver. So, jetzt bekommst du was Gutes. Nun nimmt Robert Menasse ein kleines rotes Taschenmesser aus seiner Tasche. Er schneidet das erste Stück ab und wirft es dem schwarzen Ungeheuer zu, welches das Fleischstück mit einem Schnappen erwischt. Du hast es draußen auch nicht mehr ausgehalten. Bist wohl von der Hitze geflohen. Ich halte die Stadt auch nicht mehr aus. Ich halte die Menschen nicht mehr aus. Entschuldige bitte. Robert Menasse schneidet das nächste Stück der vertrockneten Wurst herunter und wirft es dem Köter vor die Füße. Das Tier lässt das Stück am Boden liegen. Na, willst du nichts mehr? Robert Menasse hebt das Stück auf. Als er sich wieder aufrichten will, starrt er plötzlich dem Ungetüm in seine trüben Augen. Sie starren einander an. Da wendet der Hund seinen Blick vom Menschen ab und sucht dessen Hand, in der sich das Fleisch befindet. Menasse öffnet seine Hand. Der Vierbeiner schnappt zu. So einer bist du also. Ich verstehe. Hoffentlich verstehe ich. Du hattest auch seit längerem kein Glück mehr. Was? Man sieht es uns beiden an. Aber für Säulen wie uns gibt es heutzutage keinen Platz mehr auf der Welt. Verdammt, was soll ich bloß tun? Er hebt das Weinglas und trinkt es fast auf einmal aus. Nein, so kann es nicht weitergehen. Das ist sonst das Ende.